Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Genesis in meiner Solo-Runde. Tja, immer noch auf Würfeltour. Hab ich jetzt endlich mal noch einen weiteren gefunden, und zwar den entscheidenden. Alter Schwede, ein 150er männlicher Basilo. Oh Leute, den müssen wir uns auf jeden Fall nochmal unter den Nagel reißen. Das wäre das perfekte Gegenstück zur Basila. Das Mädchen, was wir letztes Mal gezähmt haben. Das Geile an dem Würfel hier auf jeden Fall. Ich hoffe, ich finde es jetzt auch irgendwie wieder. Hier müsste das gewesen sein, ne? Ja. Das ist nämlich der Zugang durch die kleine Höhle hier. Das ist nämlich der Würfel, den wir auch im Multiplayer-Game nutzen. Und das ist echt der geilste Platz. Diese kleine Höhle hier, um deine Fische mal zu züchten und vielleicht mal unterzustellen. Oh. Und ich habe selbstverständlich keine Kosten und Mühen gescheut. Und habe mal alle bisher gefundenen Würfel, hatte ich ja gesagt beim letzten Mal, auf der Karte eingetragen. Warte mal, lass mal hier anstehendes Licht suchen. Hier geht's eigentlich. Wir könnten die gleich auch nochmal abspringen, dass ihr die Koordinaten habt. Ja, GPS habe ich mir gebaut, damit man das ein bisschen besser sieht. Also fangen wir mal hier an. Wir sind hier bei dem türkisen Punkt Sailor's Rest. Hier sind nämlich auch richtig viele Ölsteine. Das ist hammergeil. Also Ölprobleme sind hier auf jeden Fall erledigt. Hier, guck mal, alles Öl. Der beste Spot, denke ich, im Ozeangebiet. Wir sind locker 10 Steine, wenn nicht eher mehr. Ne? Da bist du erstmal versorgt mit. Metall gibt es hier auch noch. Das ist echt nice hier. Plus diese geile Fischhöhle, die wir dann auch gleich nutzen können, wenn wir uns jetzt den 150er männlichen holen. Den Basilo, der da oben geschwommen ist. Dann mache ich hier so eine kleine Kuschelhöhle, ne, für die beiden. Und dann züchten wir uns mal einen anständigen Basilo. Dann wird mal ausgeteilt. 250er verpaart, das wäre der Hammer. Ich mache hier so, weiß ich nicht. In der anderen Runde haben wir einfach zwei Behemoth Gates gebaut und da ein bisschen abgesperrt und ein paar Wände. Dann war gut, ne? Ah, es ist der Hammer. Und habe ich einen Bergbaulaser dabei? Ich nehme ein bisschen Öl, nehme ich schon mal mit. Wenn wir jetzt hier schon mal gerade da sind. Ansonsten würde ich das auch mal mit einem Ankylo glatt vergleichen. Was der hier so rausknüppelt, ne? Komm, lass mal hier einen so einen Stein testen, Mama. Ja, so um die 90. Ja, warte mal, da würde ich mir glatt mal kurz die Anker holen. Um das mal zu vergleichen. Hallo, Anke. Bist du, hab ich dich ausgeräumt? Ja, ein paar Bären hast du, ne? Aber ist nicht so schlimm. Oh, der Bergbaulaser ist tatsächlich besser. Ja, okay. Gut, Anke, dann brauchst du nicht. Da kannst du chillen hier. Wenn wir das Ding haben, brauchst du eigentlich gar nichts mehr machen. Ist gut, Helena, beruhig dich wieder. Ja, bleib du mal hier, so. Ich stehe auf das Teil. Huh.
Ah, da waren sogar 101 drin. Hier sind keine mehr. Glaube ich gleich ganz eklig überladen. Fürchte ich. Muss ich dann erstmal wegbringen. Ich würde jetzt mal testen, wie viel Öl wir hier jetzt rausbekommen. Ich glaube hier vorne. So mit einer Runde, ne? Hier sind wir auch nochmal. So, ich denke, also hier sind bestimmt noch zwei, drei irgendwo im Gebüsch versteckt. Hier geht's schon weiter. Ach du Jemine. So, ach. Eine Runde. 2000 Öl. Oh, hier geht's auch noch mal. Ah, hier geht's raus, okay. Hammermäßig. Und hier hast du abgeräumt, ihr habt es gesehen, da waren noch deutlich mehr Ölsteine. Also hier brauchst du nur eine Tour machen, wenn hier nachher was nachspawnt, dann ne, hast du genug. Bin jetzt aber so schwer. Geht sogar noch, ne? Ich kann mich noch bewegen, immerhin. Dann würde ich sagen, Anke, lager du das mal zwischen. Dann bist du doch zu was nütze. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Warte mal hier, du kriegst den ganzen anderen Scheiß hier, komm. So, dann ziehe ich dich noch einfach in die Base. Und dann können wir dich mal gepflegt ausladen. Beziehungsweise ich nehme dich jetzt mal kurz mit rüber. Und hole mir ein bisschen Hammelfleisch für den Basilo. Dann fütter ich den schon mal an. Und dann machen wir eine kleine Tour durch die Unterwasserhöhlen, die ich bis jetzt gefunden habe. Hm. Nee, nee. Basilo können wir erstmal da lassen, ne? Das wäre jetzt kein Problem. Kannst du noch reiten? Ja, kannst du. Bestens. Los, mach dich den Berg hoch. Ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Nimmst du dir so ein kleines Transporttier mal mit rüber, farmst die ganze Höhle ab, stopfst alles da rein, ziehst sie in die Base, fertig. So, kurz einpacken. Hol ich mir einen Schwung Leder und mach schon mal Benzin, ne? Ja gut, vielleicht nicht alles, ne? Ein bisschen was kannst du auch mal hier lassen. So. Weiß gar nicht, wie das Verhältnis war, aber. Na, 6 zu 5. Also 6 Öl, 5 Leder. Ja, alles klar. Gut, das rauscht schon mal. Da haben wir jetzt Benzin ohne Ende. Dann würde ich glatt sagen, wir machen. Ach, Hammel wolltest du mitnehmen? Brauchen wir uns jetzt nicht wirklich nochmal angucken.
Ihr habt es ja beim letzten Basilo gesehen. Das Zähmen, das mache ich jetzt auch nebenbei. Aber so ein 150er, ne, den würde ich nochmal nehmen. So, alles klar. Los geht's zu unserer kleinen Tour. Solltest du allerdings, warte mal, dein GPS mal auflegen. So. Nehme ich hier was mit? Nö. Mondhöhle? Nö. So. Kann natürlich immer mal sein, dass euch so ein kleiner Krebs hier überrascht, ne? Hatte ich jetzt auch schon mal wieder. Diesmal hatte ich zum Glück die Schrote in die Hand. Ich habe gelernt vom letzten Mal. Und konnte ihn dann erlegen, bevor er mich betäubt hat. Ne? Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten sind wir hier in der Atempause. Hier so düster kann man die Karte so schlecht lesen. 39,47 links unten auf der Map. Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aufgedeckt. Vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Unterwasserhöhle, die ich noch nicht habe. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann könnte ich die Karte hier vervollständigen. Ich nehme mal an, ganz rechts unten im Südosten ist ja noch wirklich nicht viel. Ne? Da könnte noch eine sein und ja, im nördlichen Bereich ist noch ziemlich viel Luft. Da habe ich jetzt noch nichts gefunden. Wenn ihr was habt, schreibt es mir mal bitte. Trage ich das mit ein, können wir uns dann komplett nochmal angucken. Also Atempause 39,47. Im Terrarium. Der rosane Punkt. 35,54. Habt ihr halt auch die verschiedenen Edelsteine. Sonst habe ich nicht so ultra spannende Ressourcen gefunden. Da war es eben bei der Atempause, war Kristall relativ viel da. Ansonsten, ja, das wäre halt die Kristallhöhle hier im Ozean. Terrarium, nicht so der Knaller. Zen-Garten kennen wir schon. Von der Optik her wahrscheinlich die geilste der Höhlen. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist bei 26,59. Zen-Garten in Grün. Ja, ganz rechts auf der Karte. Hier kannst du auch mal eine Base bauen, ne? Das lohnt sich schon. Genau wie in dem Sailor's Rest, wo wir eben angefangen haben, wo die Fischhöhle mit dran war. So, Leaky Cauldron. Eine kleine, ziemlich gut versteckte Höhle. Nicht ganz verkehrt mit diesem schönen See in der Mitte. Hier kannst du auch schön bauen. Guck mal, wie geil das aussieht hier, oder? Ups. Hammermäßig. 2058 habe ich in, wie denn? Ich glaube, orange sollte das sein, ne? Ganz oben. Ihr seht es ja, wo ich stehe. Aber da muss ich sagen, ne, die ist auch nicht verkehrt. Du musst dir ein bisschen was freiräumen, um eine Base zu bauen. Hier gibt es auch diverse Kristalle. Das lohnt sich sogar ganz gut. Könnte ich vielleicht gleich nochmal welche mitnehmen für meinen Bergbaulaser. Ich brauche noch Kristall. Hole ich mir aber später ab. Wir machen kurz die Tour noch fertig. Paradise Lost. Ich nehme mal lieber die Schrote in die Hand.
Hier gibt es tatsächlich auch so einige Ressourcen. Bisschen Öl, Obsidian. Auch ein paar Kristalle, wenn ich mich nicht irre. Bei Metall bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber hier ist mal ein Riesensee. Ist halt auch ein geiler Platz, ne? Also wenn du in so einer Unterwasserhöhle bauen willst, findest du hier auf jeden Fall ein lauschiges Plätzchen. 23, 49, 5. Wo sind wir? Paradise Lost in Gelb. Ihr seht es da oben. Dann Sunken Jungle. Eine sehr kleine, gut versteckte und ziemlich tiefe Unterwasserhöhle, die auch recht gut bewacht ist von so einigen Schnecken. Ach ne, er will gar kein Schnitzel, er will was trinken, sag das doch. Die jetzt, weil sie nicht recht mini ist und auch keine besonderen Ressourcen bietet, zumindest nicht, was ich gefunden habe. Also die ist jetzt eher nur der Vollständigkeit halber. Ich glaube nicht, dass man hier großartig was mit anfangen kann. Du kommst echt schlecht hin, um hier irgendwas abzufarmen. Sei es, du brauchst mal Kristalle oder so. Bisschen Metall und Obsi gibt es halt hier, aber puh. Ne, ihr seht es, da hinten ist schon die Begrenzung wieder. Das ist ein recht kleines Teil. Aber der Vollständigkeit halber, ne? 29,8, 48,1. Wo sind wir? Sunken Jungle, ne? Also rot links. Okay. Das war's. Sailor's Rest wird unsere Station werden, in der wir hier weitermachen. Ach, ist auch schön hell, ne? Nicht so dunkel wie die anderen Dinger. Das ist mega hier. Jetzt mal meinen Basilo wiederfinden. In welche Richtung ging denn das? Hier? Die ist schon echt geil. Koordinaten hatte ich doch hoffentlich eben schon gezeigt, ne? Ja, 25, 6, 45, 3, falls ich es noch nicht gemacht habe. Sailor's Rest. Alles klar, ich guck mal ganz kurz, ob der Basilo noch da ist. Ich will den jetzt nicht so lange da rumschwimmen lassen. Nicht, dass der sich gleich verdrückt hier. Dann fange ich schon mal an, den mal eins reinzustopfen. Was Kunst überhaupt ist diese Höhle hier drin? Naja, natürlich kommt der Hai. Guck mal. Den sollte ich erstmal aufessen. Dass ich hier so halbwegs meine Ruhe habe. Boah, ey, der macht genauso viel Schaden wie der. Die echt gute Basilia. Basila? Basilia. Basila. Den Namen von seinen Tieren nicht. Da ist natürlich jetzt ein Rochenbein, ne? Greift er mich an, wenn ich hier vorbeischwimme? Das wäre ganz cool, weil er greift mich bestimmt an, wenn ich hier einfach nur so zu Fuß an denen dran will. Das war er doch, ne? Ja. Suche ich dem jetzt hier? Das gibt da wieder eine. Oh nein! Strudel! Eieiei, der hat eine Schildkröte-Probleme. Wird von Fahr. Hain angeknabbert. Wie so ein Strudel brauche ich jetzt aber nicht. Ja, komm, eine Portion kriegt er jetzt schon mal.
Okay, habe ich gerade den Manta mal weggelockt? Das würde mir wohl nicht für übel nehmen. Nein. Okay, Leute, ich zähme den eben schnell fertig. Und dann geht's weiter. Ich denke mal, ich werde da mal schnell die Höhle absichern, ne? Und bringe die beiden dann schon mal da runter. Dass die sich da verpaaren können. Also, Strudel, geh weg. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr bleibt da. Der Gute ist fertig. Lass mal eben Werte abchecken. 41 Angriff. Geil. Da ist er nochmal deutlich besser wie die Basila. Gesundheit ist Basila besser. Das ist kein Problem. Das züchten wir raus. Bisschen mehr Ausdauer hat er tatsächlich noch. Ja, da können wir schön was machen, denke ich. Ah, freue ich mich drauf. Das wird cool. So. Euch beiden lasse ich erstmal hier. Ich bereite jetzt erstmal vor die... Ihr habt ja eure Ruhe, ne? Die Absicherung von der Höhle, würde ich sagen. Gucke ich mal, ob ich noch zwei Behemoth Gates bauen kann. Und vielleicht ein paar Wände. Guck mal, hier ist schon wieder ein Ölstein gespawnt, ne? Den habe ich da mit Sicherheit weggekratzt. Wohin? Ach cool. Keine Probleme mehr. So. Wollen wir mal eine Base? Oh. Ist ja noch ganz schön düster hier. Kriegt man gar nicht so mit unter Wasser. Wenn er da sitzt und bangst, dass dem Basilo nichts passiert und keiner ihn anfrisst. So,20 Glas-Ceilings hast du auch noch vorbereitet. Was hast du hier? Hier ist nur ein Stone Gateway. Mal gucken, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Nö. Hier muss Geld leider nicht. Stehen ja noch die vier beim Käfig, als wir die Kröte, die Schildkröte zähmen wollten. Da stehen ja noch vier Behemoth Gates rum. Aber die konnte ich dann leider nicht mehr aufheben, weil die S-Plus-Knarre ja nicht mehr funktioniert. Mittlerweile geht's, glaube ich, wieder. Aber kann sein, dass man die Tore jetzt nach dem neuen System bauen muss, dass man die vom alten dann gar nicht mehr aufheben kann. Ich guck mal, ob ich hier noch zwei zusammenkratzen kann. Nee, da fehlt mir auf jeden Fall Stroh. Okay, dann würde ich sagen, ich bereite das erstmal vor. Wir können aber noch ein paar Glas-Ceilings setzen. Muss nur noch mal Kristall besorgen, dann könnte ich die anderen auch noch bauen. Aber ein bisschen was habe ich schon wieder geschafft zwischendurch. Muss ich auch dringend noch ein bisschen Beleuchtung setzen, das ist mir zu dunkel. Oh. Schön wieder am Fahrstuhl holen, ne? Ihr seht, ein bisschen was habe ich schon gemacht. Es fehlt aber noch ein ganzes Teil. An Glas-Ceilings. So, einmal runter bitte. Das ist unser erster Basilo, 170. Demnächst gibt es einen echten Kracher Basilo. So. Zwanzig ist echt nicht viel. Die sind so schnell weg, das merkst du kaum. Aber egal, wir haben schon ein ganzes Teil fertig. Dann würde ich mir nämlich hier tatsächlich noch einen Teleporter drauf gönnen. Wie viel brauchst du jetzt hier noch? 4, 7 auf der Ecke, dann wird die Hälfte schon mal fertig.
Ah, über die Hälfte, ne? Das sind 20, 40, ja, so 50 Stück, dann haben wir es. Knall ich mir hier nämlich noch einen Teleporter drauf. Dann können wir hier auf jeden Fall noch mal ein paar Tiere unterstellen. Muss ich mir noch überlegen, wie genau ich das mache, aber hier kriegst du schon ein bisschen was drauf, ne? Ja, das wird noch ein Geklopfe werden. So, alles klar. Ich bereite ein bisschen was vor. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Es war was Interessantes dabei. Mit den ganzen Unterwasserwürfeln. Wie gesagt, denkt dran, wenn ihr da noch einen habt, den ich jetzt noch nicht dabei hatte. Haut mir die Koordinaten und vielleicht noch, wie das Ding heißt, mal in die Kommentare. Dann schwimmen wir da nochmal hin. Vielleicht schon mit dem neuen Basilo. Da haben wir auch noch nicht richtig um die Argentaven gekümmert hier. Mann, um Meter. Ganz schön viele Baustellen noch offen. Aber es wird. Oh, dann, ne? Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Genesis in meiner Solo-Runde wieder. Und dann macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.